Es ist das Formel 1 Rennen des Winters, das No Mobile Race, auch heuer wieder in Saalbach hinter Glem-Leogang. Zahlreiche Promis kämpfen auf schnellen Snowmobiles auf einer 850 Meter langen Strecke um den Sieg. 20.000 Zuschauer waren auch heuer mit dabei und haben die Teams und Promis an der Rennstrecke angefeuert. Normal wird er immer interviewt, heute griff unser Chef Leo Bauernberger mal selbst zum Mikro, um andere Leute zu interviewen. Tom Walek, heute bei Snowmobile, das wievielte Mal bist du schon dabei? Ich bin das vierte Mal dabei, weil ich seit Anbeginn sozusagen bei der Geburtsstunde auch dabei war, das ja eigentlich schon vor 6 Jahren war. Wir haben ja zweimal leider auslassen müssen, weil nicht genug Schnee war. Also das heißt, das vierte Mal bei Durchführung und freue mich ganz besonders auch bei Veranstaltungen von Anfang an dabei zu sein und dann zu erleben, wie das wächst, wie es immer mehr wird, wie viel mehr Teams dazukommen, wie mehr Firmen sagen, ja, da wollen wir dabei sein, das gefällt uns, und freue mich, auch im Jahr 2010 wieder ein bisschen dazu beitragen zu können. Das Salzburger Land ist ein Skigebiet, eine Wintersportarena mit einer ganzen Menge Highlights, gerade am Beginn. Saalbach Hintergame zeigt es vor, wie es geht. Hast du auch manchmal Zeit, Urlaub zu machen, da mal auf die Piste zu gehen, oder geht sich das einfach nicht aus? Nee, ich habe leider selten Zeit dazu, aber ich war letztes Jahr mal in Leogang, ein bisschen Skifahren, und war dort in der Gegend. War früher, weil ich privat dort verbunden war durch die Manuela Riegler, viel in Flachau, also auch Salzburger Land. Zauchensee war auch oft in Saalbach schon. Also bin mit dem Hansi Ehner ein paar Schwünge, habe ich da schon ziehen dürfen. Wir haben ein paar Promis aus Sport, Politik und High Society so gefragt, was ihnen denn zum Salzburger Land so einfällt. Mein Bezug zum Salzburger Land ist erstens mal, ich bin mein erstes Kartrennen in Saalfelden gefahren, war auch sehr erfolgreich. Dann kommt hinzu, dass ich jahrelang bei Red Bull war, also war sehr oft in Fuschl am See. Von dem her kenne ich mich doch ein bisschen aus in Salzburg und finde die Gegend wunderbar schön. Und hier dieses Wochenende ist natürlich mein Lieblingswochenende des ganzen Jahres. Also auf das freue ich mich schon seit Ostern. Für das ganze Jahr, bis endlich Dezember wird und dieses Opening hier beginnt. Also es ist immer wieder ein tolles Erlebnis, viele Persönlichkeiten, die man hier hautnah miterleben kann. Und ich glaube, für den Ort ein Wahnsinnserlebnis. Noch dazu, meine Freundin ist auch Salzburgerin, also ich habe so viele Verbindungen, ich halte es fast nicht aus. Also, alles Gute! Ich war ja auch hier noch nie in Saalbach und ja, sensationell. Also ich bin eigentlich kein Schneetyp, weil ich komme aus Hannover. Da gab es bis vor der Klimaerwärmung nie Schnee und jetzt jeden Winter 20 Zentimeter. Also von daher ist vielleicht das jetzt der Beginn einer neuen Schneeleidenschaft. Meine zweite Heimat, nach Kärnten natürlich. Ich habe 16 Jahre in Adnet gelebt, bin jetzt wieder Kärntner geworden. Aber eine wunderbare Gegend, kulturell, sportlich. Also alles, was das Herz sich wünscht. Also mein Bezug zum Salzburger Land ist, dass ich bei der Air Berlin im Marketing arbeite und für Werbekooperationen zuständig bin. Und seit wir die neuen Strecken für Österreich übernommen haben, ganz kräftig daran arbeiten, dass wir die Leute aus Berlin und Hamburg und so weiter nach Österreich bringen und vor allem dann auch ins Salzburger Land. Kommen Sie auch dazu, einmal hier die Pisten auch zu genießen? Skifahren, ja, ich kenne Saalbach seit 25, 30 Jahren, war ja oft genug Weltcuport. Da war ich immer da, oder fast immer da. Weltmeisterschaft, die berühmte 91, wo sich der arme Höflein am Start auf die Ski gestiegen ist und wo der Stefan Eberharter dann den Super-G gewonnen hat. Also das sind unvergessliche Erinnerungen, aber auch an die Sonnentage in Saalbach. Und ich kann mich erinnern, wann immer im Skiweltcup eine unklare Wettersituation war, wo ein Rennen abgesagt, verschoben werden musste, war immer Saalbach als Ersatztermin vorgeschlagen und war immer ein wirklich heißer Tipp, weil man hier einfach immer fahren konnte. Das heißt, ich bin gern da, ich liebe die Atmosphäre, treffe immer sehr viele Freunde, vor allem ist auch Sportler natürlich, und bin gern da. Ja, mein Bezug zum Salzburger Land sind natürlich diese wunderbaren Salzburger
Grasberge, was wir da in unserem schönen Saalbach hinterklemmen haben. Und ich muss sagen, ich bin sehr stolz, dass ich in so einem Land zu Hause sein darf und die ganzen Möglichkeiten, was es so gibt, im Sport zu nutzen. Vor allen Dingen im Winter mit dem Skifahren, wo wir so viele Möglichkeiten haben, und das finde ich natürlich ganz toll. Ich komme extrem gern daher, das ist immer richtig lustig. Und ja, also wer mir richtig Party feiern will, der muss eigentlich da mit gewinnen. Ja, mein persönlicher Bezug zu Salzburg, der liegt fast auf der Hand. Auf der einen Seite sportlich, auf der anderen Seite, ich komme aus der Steiermark, aus der schönen Steiermark, und geografisch liegt auch Salzburg sehr, sehr toll, sehr, sehr zentral für Österreich. Ja, und ich fühle mich hier sehr wohl. This is first time for me to come here and also to ride a snowmobile. And this is really fantastic event. I really love that. I would like to come back again next year. Traumhaftes Skigebiet natürlich. Da gehen wir seit 14 Jahren, glaube ich, im Salzburger Land Skifahren. Letzten drei Jahre noch tolle Panoramaspots zum Freeriden gesehen. Unglaublich schön. Und ich glaube, das Saalbach Hintergreifen, das Snowmobile, ist, glaube ich, einzigartig in dieser Form. Wo kann man schon mit 70 Sachen durch den Ort heizen und bei so einer tollen Kulisse so viel Spaß haben. Ich bin auf der ganzen Welt viel unterwegs und darum kann ich ganz genau sagen, die ganzen tollen Sachen, was wir in Salzburg haben, das gibt es nur in Salzburg. Von den Bergen im Winter zum Skifahren, wie die Seen im Sommer zum Schwimmen. Die ganzen Kulturen, das ganze sportliche Highlight, da ist, glaube ich, Salzburg einfach einzigartig. Und wenn man sich da die ganze Welt anschaut, dann merkt man erst, wie gut wir bei uns haben. Und darum ist für mich Salzburg auch das schönste Land, was es gibt. 45 Runden und 5 spektakulären Fahrerwechsel überquerte das Unica Freisacher Racing Team als erstes die Ziellinie auf Hinterklemmsdorfstraße und konnte als Sieger 2010 beim Grand Prix von Saalbach-Hinterklemm den Titel verteidigen.